Herzlich willkommen zum ersten Lauf der Blancpain Sprint Series von Ringsports Racing. Wir befinden uns heute in Brands Hatch, werden dort 43 Runden fahren. Das Wetter ist klar, wir haben optimalen Grip und kommen wir nun zur Startaufstellung. In der ersten Startreihe. Unser Gaststarter Victor Brill hat sich die Pole gesichert mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor dem Fahrer von RSR2, Thorsten Kuh. In der zweiten Reihe steht der erste Fahrer von Scuderia Git, Mark Hasing, auf Platz 3. Dahinter der Teamkollege von Thorsten Kuh, Stefan L. im zweiten Nissan. Die dritte Startreihe teilen sich der einzige Fahrer von Git Racing in diesem Rennen, Sebastian B., und unser zweiter Gaststarter Andy B. In der vierten Startreihe steht der erste Fahrer von JK Sim Racing, Thomas Fuest, in seinem Mercedes SLS AMG GT3. Auf Platz 8 steht unser erster Amateurfahrer Christoph Grund vom Scorpion Racing Team mit dem Scuderia Glickenhaus. In der fünften Startreihe steht auf Platz 9 Michael G. vom DHL Sim Racing Team. Direkt dahinter der zweite Fahrer von JK Sim Racing, Mark Röttgen. Die sechste Startreihe komplettieren Ted Stryker vom Gentleman's Club Motorsport und André Wolf vom ISC Racing. In der siebten Startreihe auf Platz 13 steht Rolf, ebenfalls vom ISC Racing, und direkt dahinter unser Fahrer vom RSR Team 1, Markus A., auf Platz 14. In der achten Startreihe haben wir ein prominentes Team, nämlich das Black Falcon Sim Racing mit Tom Keitemeyer, direkt dahinter Jan K. vom Pfalz Racing. In der neunten Startreihe steht auf Platz 17 hinter seinem Teamkollegen M. Wittig, ebenfalls vom Pfalz Racing. Direkt dahinter Taner Selvi, unser einziger türkischer Mitfahrer von DR Motorsports. Und los geht's mit dem ersten Lauf der BSS. Die Fahrer sind gestartet. Die zwei Nissans kommen extrem schlecht weg. Mark Hasing drückt sich direkt neben Victor Brill und versucht vorbeizukommen. Er versucht's außenrum. Alle sind ziemlich gut weggekommen. Hier gibt es leichte Rempeleien, was aber keinen behindert. Alle kommen sehr ordentlich durch die ersten Kurven. Auch die zweite Kurve lief alles glimpflich ab. Mark Hasing ist jetzt in Führung. Thorsten sticht bei Mark rein. Oh, sie berühren sich. Mark dreht sich weg, Thorsten kommt weiter. Aber jetzt gibt es nochmal eine kleine Kollision, aber alles ist glimpflich abgelaufen. Mark wird direkt von Michael bedrängt und Christoph ist direkt dahinter. Christoph geht jetzt direkt an Michael vorbei. Und Mark Hasing hat Plätze verloren, so wie es aussah. Thorsten hängt jetzt direkt Thomas hinten dran. Sticht innen rein. Und geht vorbei an Thomas. Schauen wir jetzt weiter hinten ins Feld. Jan hängt direkt hinter Stefan L. Stefan bremst, Jan nicht. Oh, Kollision, Kollision. Stefan dreht sich weg, versucht ihn noch zu fangen, schafft es nicht mehr. Und Rolf räumt ihn richtig ab. Jan überschlägt sich sogar. Taner Selvi rutscht auch noch rein. Das war ein Riesenunfall am Ende des Felds. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Onboard von Andy B., unserem Gaststarter. Wir sind direkt hinter den beiden Unfallverursachern. Und es sieht so aus, als würde er ihm einfach hinten reinfahren. Er kommt gerade noch vorbei. Jetzt nochmal beim Rolf. Rolf, der wohl ihn voll trifft. Ah, kommt nicht mehr. Kann nicht mehr ausweichen und trifft ihn direkt. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal aus Jan seiner Sicht an. Wir bremsen schon lang und wie man hört, ist er leider nicht vom Gas gegangen und hat uns damit abgeschossen. Und wird dabei noch getroffen und überschlägt sich. Jetzt sehen wir uns das Ganze nochmal von außen an. Sie berühren sich. Stefan L. dreht sich weg. Jan versucht noch abzubremsen. Aber sein eigener Teamkollege schafft es nicht mehr zu bremsen und räumt ihn voll ab. Springen wir nun eine Runde weiter an die Spitze des Feldes. Mark Hasing fährt direkt hinter seinem Stallkollegen Sebastian, hat aber leichte Internetprobleme. Hoffentlich kann das nicht. Und da schießt er schon seinen eigenen Teamkollegen ab. Kann aber selber weiterfahren. Sebastian B. hat sich voll rausgedreht, muss erst wieder zurück ins Feld finden. Thorsten vom RSR Team 2 überholt ihn jetzt. Es mussten einige aus dem hinteren Feld wegen dem großen Crash in die Box. So, Mark Hasing ist jetzt direkt hinter Thorsten Kuh. Die zwei JK Sim Racing Fahrer sind natürlich direkt dahinter. Dahinter Michael G. Mark Hasing kommt wieder ran an Thorsten. Hat nochmal ein Leck und schießt Thorsten Kuh komplett ab. Thorsten Kuh hebt ab
schießt auf zwei Reifen ins Kiesbett und Mark Hazing bleibt auch stehen. Und was sehen wir da? Da kommt Rolf. Was ist denn da passiert? Sehen wir es uns nochmal im Replay an. Rolf kommt ums Eck, macht einen kleinen Fahrfehler, sieht ihn rausziehen, bremst und verbremst sich mit zwei Reifen auf dem Dreck. Ja, das, sowas passiert. Stehen natürlich da extrem ungünstig. So, weiter hinten im Feld. Ted kämpft sich an Christoph ran. Christoph kommt etwas weit raus in der Kurve und Ted geht innen durch mit seinem Audi R8. Tolles Überholmanöver. Wir sind jetzt wieder weiter vorne im Feld. Marc ist direkt hinter seinem Teamkollegen Thomas, der anscheinend nicht schneller gehen kann mit seinen harten Reifen. Er, wohlgemerkt, der einzige Fahrer im Feld mit harten Reifen gestartet, alle anderen mit Mediums, wird natürlich ziemlich zu kämpfen haben in den ersten Runden. Und da geht Marc außenrum an Thomas vorbei. Und versucht Michael auch noch gleich? Na, Michael muss nochmal zurückziehen. Gehen wir nochmal zu der Situation zurück, wo vorher Mark Hazing und Thorsten zusammengekommen sind. Anscheinend ist da nochmal was passiert. Wir sehen M. Wittig und Tom nochmal an dem Rolf vorbeifahren. Wittig nimmt eine völlig falsche Linie und schießt Tom einfach ab. Was ist jetzt? Rolf und Jan kommen sich auch nochmal in die Quere. Vier Leute in einer Kurve abgeschossen. Und das komplette Pfalz Racing Team steht quer. So, jetzt sehen wir nochmal Ted zu. Was passiert? Michael geht an Thomas vorbei. Und Ted zieht gleich mit. Beide gehen zusammen an Thomas vorbei. Thomas muss weit gehen. Christoph zieht auch noch durch. Christoph ist auch noch vorbei. Drei Plätze in zwei Kurven für Thomas. Das muss man aber alles auf die harten Reifen schieben. So, eine Runde später. Christoph hängt immer noch hinter Ted, will aber anscheinend vorbei, weil er deutlich schneller kann. Und Berührung! Er schiebt Ted an und berührt sich nochmal. Ted dreht es komplett raus und Christoph kann weiterfahren. Schade für Ted. Super Rennen bis dato. Man weiß es nicht, ob es am Internet lag. Kann man schlecht einschätzen. So, wir springen weiter. Sehen Andy B. hinter Thomas. Sticht er innen rein? Geht innen rein? Kann er auch vorbeifahren? Oder kann Thomas mit seinem V8 wieder vorbeiziehen? Enger Kampf. Aber er kann außenrum überholen. Und Mark Hazing sticht innen rein. Mark Hazing geht auch vorbei an Thomas. Wir sind nun zwei Runden weiter, sehen immer noch die beiden Andy B. und Mark Hazing im Kampf. Und da springt Mark Hazing nach vorne und schießt Andy B. ab. Mark Hazing hat enorme Internetprobleme. Er hatte im Qualifying schon Stefan L. abgeschossen. Und jetzt im Rennen drei Leute. Ah, jetzt sieht man, wie er abbiegt. Er gibt auf. Das Internetproblem lässt sich nicht in den Griff kriegen. Weiter hinten im Feld sehen wir, wie sich Rolf wieder an Jan rangekämpft hat. Er kommt sehr nah. Versucht innen rein zu bremsen. Setzt sich innen neben Jan in seinem Z4 und geht ganz sauber innen vorbei. Jan kann nichts mehr tun, muss sich einfach überholen lassen. Kann auch in der nächsten Kurve nichts mehr dagegen tun. Und Rolf hat sich schon einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Eine Runde später, wir sind bei Ted dabei und sehen, wie Sebastian langsam um die Ecke rollt und ihm Platz macht. Sebastian hat wahrscheinlich enorme Schäden am Huracan durch den Unfall mit Mark Hazing. Auf jeden Fall hat er Ted ziemlich leicht vorbeigelassen. Eine Runde später ist Sebastian aber schon wieder dran an Ted und sticht innen rein.
kann sich vorbeisetzen, muss aber jetzt ein bisschen weiter rausgehen. Ted nimmt wieder die innere Linie, um zu kontern. Jetzt geht's gemeinsam in eine sehr enge Kurve. Da haben wir schon viele Unfälle gesehen. Und sie berührt sich wieder und Ted schickt Sebastian weit. Aber wir sind jetzt nur eine Runde weiter und wir sehen, wie sich Ted quasi wieder entschuldigt oder sich einer versucht, einer Strafe zu entgehen und lässt Sebastian wieder vorbei. Wir sind jetzt dabei bei André. André ist direkt hinter Thomas, setzt sich direkt daneben, versucht es auch außenrum, geht auch außenrum an Thomas vorbei. Andy B. direkt dahinter sticht jetzt innen rein. Thomas hat halt eine schlechte Strategie gewählt mit seinen harten Reifen. Die mit den mittleren kommen alle locker vorbei an ihm. Christoph kommt schon von hinten an. Jetzt geht's in ein Pfalz Racing internes Duell. Jan hat sich an Wittig rangezogen. Sticht in der ersten Kurve innen rein. Gefährliche Stelle zum Überholen, aber geht alles glimpflich aus und er hat den Platz gewonnen. So, Runde 13. Wir sind wieder dabei bei Andy B., der hinter André festhängt. André geht ins Kiesbett. Andy B. setzt sich daneben und wird voraussichtlich genau den Platz übernehmen. Da hat sich jetzt eine schöne kleine Kampfgruppe gebildet. Eine Runde später, wir sind bei Thomas dabei, immer noch in dieser kleinen Kampfgruppe. André geht wieder weit, muss in den Dreck raus. Thomas geht vorbei und Christoph geht auch direkt vorbei. Aber Thomas geht auch in den Dreck, ist auch ein bisschen weit rausgekommen und Christoph schnupft beide in einer Kurve. Klasse Überholmanöver durch zwei Fehler der anderen Fahrer. Wieder eine Runde später, Thomas hängt hinter Christoph dran, André ist jetzt schon leicht abgeschlagen, Christoph geht ebenfalls weit und Thomas geht innen durch. Ja, Thomas geht innen durch und schnappt sich seinen Platz zurück. Muss aber jetzt ebenfalls in den Dreck raus, was ist denn los? Und versucht die Linie zu halten, verbremst sich aber total, muss Christoph ziehen lassen und hat jetzt direkt André und Sebastian im Nacken. Können beide vorbei? André ist schon... Ja, beide. André und Sebastian gehen vorbei an Thomas. Sebastian hängt jetzt an Andres Arsch. Bremst sich innen rein. Es gibt eine leichte Berührung. Sebastian sichert sich seinen Platz und André wird direkt von Thomas bedrängt. Aber kann seine Position halten. André geht innen sehr durch den Dreck, wählt die innere Linie, kann aber nicht so gut rausbeschleunigen und Thomas zieht einfach wieder vorbei auf der Geraden. Hier sind echt schöne und harte Zweikämpfe in der Gruppe.
Wir springen an das Ende von Runde 19. Wir sehen Markus A., wie er an Wittig außen dranhängt. Tom direkt dahinter vom Black Falcon Team. Markus geht außenrum locker vorbei. Tom setzt sich jetzt auch außen neben Wittig. Sind auf gleicher Höhe. Wittig hat natürlich jetzt die bessere Position. Bremst aber später. Kommt weiter raus. Tom sticht innen rein. Tenner direkt dahinter. Wittig ist noch vorne. Hat wieder die innere Linie. Tom sticht rein, weil Wittig weit rauskommt. Tom geht vorbei. Tenner setzt sich auch vorbei. Tenner ist auch vorbei. Tenner setzt jetzt noch innen gegen Tom. Kann er die Position von Tom auch gleich mitnehmen? Na, kann sich nicht daneben setzen. Bleibt erstmal dahinter. Tom setzt sich jetzt neben Markus. Sticht innen rein und geht an Markus A vorbei. Markus kontert. Markus sitzt neben Tom. Sticht wieder innen rein, ist wieder vorbei. Tom ist wieder innen, verliert aber leider sein Fahrzeug fast komplett. Kann es gerade noch abfangen. Und Markus hat wieder die Position. Zwei Runden später. Immer noch das gleiche Kampfgebilde. Tom ist hinter Markus. Markus muss aber in den Dreck raus. Hat sich jetzt total verbremst und Tom geht jetzt locker innen vorbei. Black Falcon 1, RSR 0. Runde 25. Ted ist direkt vor Christoph. Die zwei werden sich auch das ganze Rennen nicht los. Ted hat leichte Probleme beim Rausbeschleunigen, verliert fast das Fahrzeug und Christoph geht an ihm vorbei. Kann aber direkt wieder Fuß fassen und versucht dran zu bleiben. Runde 27. Sebastian ist direkt hinter Markus. Markus macht wieder einen minimalen Fehler. Damit ist Sebastian natürlich jetzt komplett an seinem Arsch dran. Der Huracan geht viel besser aus den Kurven raus und er kann innen reinstechen, kann sogar innen komplett vorbeigehen. Leichtes Spiel für den Huracan und Sebastian. Eine Runde später. Thorsten ist jetzt direkt an Rolf dran. Thorsten hatte auch einen harten Kampf, dieses Rennen wieder von ganz hinten nach ganz vorne zu fahren. Und da gibt es ein Internetproblem und Thorsten schießt Rolf ab. Das darf nicht wahr sein. Mit dem Internet hatten wir ziemlich zu kämpfen, dieses Rennen. Der Server hat ziemliche Probleme gemacht. Runde 30. Michael Gorek hängt direkt an Marc dran. Marc kommt schlecht aus der Kurve raus. Hat einen leichten Rutscher drin. Michael setzt sich mit seinem Audi daneben. Sticht innen rein, geht durch und ist an Marc vorbei. Aber Marc versucht zu kontern. Keine Chance. Runde 30. Thomas hat mittlerweile auf Medium-Reifen gewechselt und hängt jetzt Sebastian im Nacken. Sticht da oben gleich innen rein. Kurve 2. Gefährliches Eck, geht aber schön innen durch, ohne Probleme, sauberer Zweikampf. Eine Runde später, Marc direkt vor Thorsten, den er bereits überrundet hat. Aber Thorsten sticht innen rein, kann anscheinend schneller gehen. Bei Marc geben die Reifen langsam auf. Sticht innen rein, Marc ist noch daneben. Sie fahren auf Augenhöhe. Marc ist jetzt innen, aber Thorsten kann außenrum besser rausbeschleunigen und sichert sich den Platz. Runde 40, wir sind bei einem teaminternen Duell von JK Simracing um den dritten Platz. Thomas geht vorbei an Marc, Marc kann sich nicht wehren, keine Chance. Thomas hat einfach die besseren Reifen. Sein langer Stint mit den harten Reifen ist wohl oder übel doch aufgegangen. Eine Runde später, wir sind weiter hinten im Feld. Stefan L. ist direkt hinter André, der gerade eben den Platz verloren hat, versucht ihn sich zurückzukämpfen und ohne Gründe dreht sich André einfach weg. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung an André, aber wie du hier siehst, habe ich dich in meinem Bild nicht berührt. Jan versucht sich gleich innen reinzudrücken gegen Stefan, kommt aber in den Dreck raus und kann sich nicht mehr wehren. Wir sind noch in der gleichen Runde.
André hat sich wieder berappelt, ist weitergefahren, kommt jetzt aber in den Dreck raus, dreht sich zurück auf die Strecke und trifft den zweitplatzierten Michael beim Überrunden. Das darf nicht wahr sein. Ein Überrundeter schießt den zweitplatzierten ab. Sehen wir es uns nochmal aus der Sicht von Michael an. Er will vorbeifahren. Thomas kommt wieder zurück auf die Strecke und er trifft ihn volle Breitseite. Michael hat überhaupt keine Chance mehr zu reagieren. Sehen wir jetzt mal, was André in seinem Fahrzeug drin gemacht hat. Gehen wir in die Onboard. Bitte zeigt sie uns mal. Hier ist sie auch schon. Wir sehen, wie er in den Dreck rauskommt. Geht aufs Gas, dreht sich ein, versucht alles, um wieder von der Strecke runterzukommen, aber hat keine Chance mehr und wird volle Breitseite von Michael getroffen. Jetzt sind wir in der letzten Runde. Victor B. ist auf den letzten Metern. Das war ein lupenreiner Startsieg von der ersten Runde weg, wieder die Führung übernommen. Als Gaststarter Respekt an dich. Klasse Leistung. Platz 2 belegte ein Amateurfahrer, was auch sehr verwunderlich ist, aber zu der Tabelle kommen wir später noch. Erstmal herzlichen Glückwunsch an den ersten Sieger der Blancpain Sprint Series von RSR, Victor B. Kommen wir nun zum Endergebnis. Durch das Nichtwerten der Gaststarter Victor B. und Andy B. rutschen die ganzen Fahrer natürlich einen Platz nach vorne. Dadurch gewinnt Michael G. vom DHL Simracing Team als Amateurfahrer den ersten Lauf der Blancpain Sprint Series und bekommt die vollen 25 Punkte. Thomas F. kommt natürlich dadurch auf Platz 2, bekommt noch 2 Zusatzpunkte durch seinen Platz im Qualifying. Marc Röttgen auf Platz 3 mit 15 Punkten. Thorsten Q. hat sich noch auf Platz 4 vorgearbeitet. Durch seinen zweiten Platz im Qualifying und seinen 6 Punkten im Rennen auf Platz 4 mit 14 Punkten. Direkt dahinter punktgleich sein Teamkollege Stefan L. Durch ein besseres Ergebnis im Rennen, aber ein schlechteres Ergebnis im Qualifying, punktgleich. Direkt dahinter Christoph Grund, der nächste Amateurfahrer, auf Platz 6 mit 1 Punkt Rückstand. Dahinter Ted Stryker vom Gentleman's Club, Sebastian B. von Git Racing, Mark Casing von Scuderia Git durch sein gutes Qualifying-Ergebnis und die Top 10 komplettieren Tom Keitemer von Black Falcon Sim Racing. Kommen wir nun zu den Fahrerwertungen Pro und AM. Die Fahrerwertung Pro führt Thomas Fuß an, direkt dahinter Stefan L. mit einem Punkt Vorsprung vor Thorsten Q. Platz 4 belegt der zweite Fahrer von JK Sim Racing Mark Röttgen und Platz 5 vom Gentleman's Club Ted Stryker. In der AM-Klasse führt Michael G. selbstverständlich vom DHL Sim Racing Team mit der vollen Punktzahl. Direkt dahinter vom Scorpion Racing Team Christoph Grund. Auf Platz 3 ist Black Falcon Sim Racing Team mit Tom Kaltemeyer. Platz 4 DR Motorsports mit Tanner Selvi. Und Platz 5 vom RSR Team 1 Markus A. Zum Schluss kommen wir noch zur Teamwertung. Aufgrund der Rennresultate von Brands Hatch führt Michael G. mit dem DHL Sim Racing Team, auf Platz 2 das JK Sim Racing Team, auf Platz 3 Scorpion Racing, auf Platz 4 RSR Team 2, auf Platz 5 Gentleman's Club. Ich hoffe, Ihnen hat mein Video gefallen. Mich würde es sehr freuen, wenn Sie einen Daumen nach oben geben und das Video teilen. Und wir sehen uns beim nächsten Lauf in Spielberg. Auf Wiedersehen.